meisten Menschen wissen, welche Bedeutung Vitamin K für den Körper hat. Vitamin K ist sehr wichtig in Zusammenarbeit mit Vitamin D und dient in erster Linie auch zur Kalziumverstoffwechslung. Das heißt, Vitamin D nimmt Kalzium aus dem Darm auf und führt es ins Blut. Und Vitamin K ist dazu da, dieses Kalzium aus dem Blut in die Bereiche einzulagern, in denen es tatsächlich benötigt wird. Also hauptsächlich in die Organe, in die Knochen, in die Zähne, in die Haut, in die Haare. Angenommen, man nimmt Vitamin D und führt nicht zeitgleich Vitamin K zu sich, verbleibt zu viel Kalzium im Blut und das kann zu Folgeschäden führen. Das Kalzium, das frei im Blut herumschwimmt, kann sonst nicht in die Bereiche eingelagert werden, in denen es benötigt wird, sondern lagert sich als Plaques, als Verkalkungen in anderen Bereichen ab. Zum Beispiel in den Gefäßwänden und das kann zur Atherosklerose führen. Da sieht man schon die erste große Bedeutung des Vitamin K. Es ist sehr wichtig für Knochen und Zähne, um das Kalzium, das das Vitamin D zur Verfügung stellt, auch tatsächlich dorthin, wo es gebraucht wird, dann auch einzulagern. Eine andere Bedeutung von Vitamin K ist die Blutgerinnung. Vitamin K ist wichtig dafür, dass eine Gerinnungskaskade in der Leber angestoßen werden kann, um die Blutgerinnung zu regulieren. Also das heißt, wenn man sich irgendwo verletzt hat, dass die Wunde wieder verschlossen werden kann oder eben um das Blut fließfähig zu halten. Also es wirkt in beide Richtungen, damit sich dann nicht irgendwo Thrombosen oder so bilden können und das Blut eben schön fließen kann und nur dann koaguliert, wenn es benötigt wird. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, es ist wichtig für Knochen und Zähne, es ist wichtig für die Kalziumverstoffwechslung, damit das Kalzium, das man durch das Vitamin D aufnehmen kann, weiter transportiert und eingelagert werden kann und es ist sehr wichtig für die Blutgerinnung.